Herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel gegen Viktoria Köln am Sonntag. Also organisatorisch gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Wir rechnen so mit knapp 700 Zuschauern in Köln. Anstoß 14 Uhr und 12.30 Uhr öffnet der Sportpark Hüllenberg. Ja, würde ich auch schon gleich zum Spiel direkt kommen und zur Personalsituation. Ja, Marcel Platzek, der ja unmittelbar nach dem Spiel sich krank gemeldet hat, mit ein bisschen Schüttelfrost, konnte aber, wie gesagt, musste nur zwei Tage pausieren, sodass er Dienstag wieder voll trainieren konnte. Also der ist wohl wieder hergestellt, was ich heute so zur Kenntnis genommen habe. Anders sieht das bei Kevin Grund aus. Der hatte ja diesen kleinen Muskelfaser im hinteren Oberschenkel. Der hat so einen kleinen Rückschritt erleiden müssen, Rückfall erleiden müssen. Die Muskulatur zeigt sich doch noch ein bisschen hartnäckiger, verhärtet, sodass er immer noch nicht ins Mathe-Training einsteigen kann, auch nur reduziert Lauftraining machen kann. Den haben wir dann noch angeschlagen, war auch Tobias Steffen. Der hatte in den Adduktoren hatte er Muskelverhärtung, hat heute Morgen aber auch wieder trainiert. Dienstag konnte er, wie gesagt, nicht mehr trainieren. Sieht eher positiv aus. Ich hoffe, dass er auch heute Nacht noch die Einheit absolvieren kann, sodass er dann auch wieder vollwertig zur Verfügung steht. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, dass Björn Kluft beim letzten Spiel nicht im Kader war. Der ist kurzfristig mit Rückenproblemen ausgefallen. Da musste ihn dann auch erstmal ein ärztlicher Obhut begeben und hat heute auch die ersten Versuche wieder gemacht, nachdem er gestern leichtes Lauftraining hatte. Ähnlich wie bei Tobi Steffen hoffe ich, dass das abgeklungen ist und dass sie auch, wie gesagt, vollwertig wieder zur Verfügung stehen. Aber das wird sich jetzt heute Nachmittag, spätestens morgen dann konkreter herauskristallisieren. Philipp Zeiger ist wieder an Bord mit der Sperre. Ein anderer ist nicht gesperrt. Was haben wir noch? Ansonsten sind alle an Bord. Gut. Und der Trainer ist auch wieder fit. Wie man sieht, hoffentlich. Ja, können wir vielleicht gleich mal einhaken. Wie funktioniert eigentlich sowas? Würde mich jetzt mal interessieren, organisatorisch. Haben Sie vorher einen Plan gemacht für Rick Rüger und Stefan Kühling? Oder wird das Tag für Tag, neu abgesprochen? Wir haben uns besprochen, wir haben die Trainingsinhalte besprochen, aber letztendlich vertraue ich meinem Trainerteam zu 100%. Und wie gesagt, da geht es mehr oder weniger um die Inhalte, die man konkret bespricht, oder die Umsetzung. Da haben Sie völlige freie Hand. Und so wie ich das gehört habe, alles reibungslos gelaufen. Ja, aber Trainingsanhalte, ja, die Inhalte wären jetzt auch mal interessant, was denn diese Woche trainiert worden ist. So, wir haben die Schwerpunkte da. Ja, wir machen das immer so, dass nach dem freien Tag, dass wir dann vormittags so ein bisschen reinkommen wieder. Ne? Nach dem freien Tag, da machen wir gerne Spielform, auch Ball halten, Ballbesitz. Die Tore arbeiten immer die Behrendt separat. Und nachmittags haben wir uns dann festgelegt auf zwei Kämpfe, mehr oder weniger 1 gegen 1 bis 3 gegen 3, inklusive Torabschlüsse natürlich. Und so wie ich gehört habe, und das kommt natürlich noch obendrein dazu, natürlich haben wir rund um die Uhr dann letztendlich auch telefoniert, sodass ich quasi nicht vor Ort war, aber im Grunde doch wusste, was abgelaufen ist. Mhm. Können Sie ja jetzt auf Platz 3, sehen Sie sich jetzt schon so ein bisschen als Außenseiter oder glauben Sie, dass Sie da die Punkte holen können? Also was nehmen Sie sich speziell dafür vor? Für das Spiel jetzt am Sonntag, was wir uns da vornehmen? Ja. Wie immer, wollen wir versuchen, 3 Punkte einzunehmen. Ob wir jetzt Außenseiter sind in der Situation, ja, ich glaube, vor der Saison war ja klar, dass der haushohe Favorit Viktoria Köln war und dementsprechend ist die Favoritenrolle eigentlich relativ deutlich, sehe ich auf Viktorias Seite. Da hat sich eigentlich von der Konstellation her nicht viel geändert. Aber ist letztendlich auch müßig, ob Favoritenrolle hin oder her. Letztendlich ist es egal. Beide Mannschaften treffen Sonntag aufeinander und ich gehe fest davon aus, dass beide gewinnen wollen. Und
Ich glaube, dass diese Favoritenrolle, die man gerne die eine oder andere Mannschaft drin sieht, dass er sowieso ein Wert ohne Muster ist, weil, wie gesagt, beide wollen das Spiel gewinnen und von daher hat das ja letztendlich keinen Einfluss auf das Spiel, wer Favorit ist und wer nicht. Wie gesagt, das Spiel muss gespielt werden und ich hoffe mal und ich glaube auch, dass sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe begegnen. Guten Tag. So, ich habe keinen Namen. Kurz zu Ihrer Vertragsverlängerung. Wie hat die Mannschaft das so aufgenommen? Nochmal bitte. Ihre Vertragsverlängerung. Wie hat die Mannschaft das so aufgenommen? Also erstmal sprechen wir sowieso erstmal schon mal nicht über Verträge. Und wie gesagt, heute haben wir noch nicht mal ansatzweise irgendwas kommuniziert diesbezüglich, weil heute war mein erster Tag. Da haben wir uns erstmal auf das Training wieder konzentriert. Bin ich neu dazu gekommen. Die Situation ist ja nicht ganz einfach, nicht ganz ohne Turbulenzen. Wie geht denn die Mannschaft damit um? Hat das Einfluss auf das Sportliche? Turbulenzen? Immer so, wie man es auffasst. Wie fasst es sich in der Stadt auf? Das muss man ein bisschen konkreter äußern. Naja, es wird ja viel geschrieben. Hat das Einfluss auf das Sportliche oder kann die Mannschaft das vollkommen wegschieben? Erstmal müssen wir ja dann wissen, ob das überhaupt gelesen wird oder wie auch immer. Also, ja, ich denke mal, die Spieler interessiert das ja auch. Ja, aber ich kann ja nicht für die Spieler sprechen, oder? Das stimmt. Aber von den Spielern ist jetzt gar nichts hingekommen und hat gesagt, Mensch, das Geschäft. Sind ja keine Weichler, ne? Ja. Kommen nicht zu mir und heuern sich aus, weil vielleicht eine Berichterstattung negativ ist. Also von daher, da brauchen Sie keine Sorgen machen, die Jungs sind standfest. Ich hatte den Eindruck, dass Sie nicht immer so standfest sind, wenn Sie von der psychischen Stabilität gegen Schalke. Hatte ich manchmal den Eindruck zumindest, dass Sie schon arg verunsichert sind. Also Sie hatten das ja auch bestätigt, dass das Selbstvertrauen nach 4 Niederlagen nicht ganz so riesig ist, aber dass Sie doch auch irgendwie gerade nach dem Tor so ein bisschen eher zurückgesteckt haben, als gesagt haben, okay, Leute, nicht bewusst, sondern einfach so vom Gefühl her. Ne? Kam ja Schalke eigentlich nach dem Tor fast besser ins Spiel. Ist das jetzt auch ja, irgendwie, dass man das jetzt mal aufarbeitet innerhalb der Mannschaft, dass man sagt, okay, versucht nochmal Selbstvertrauen zu machen, auch nach wie vor jetzt, wie im Training? Selbstvertrauen kommt ja mit hoffentlich gewonnenen Punkten oder Spielen. Und plus Training, da arbeiten wir tagtäglich dran. An diesem habe ich ja letzte Woche, glaube ich, schon mal erwähnt, wie wir das letztendlich handhaben mit diesem sogenannten Erfolgserlebnis. Sie haben mich ja gerade gefragt, wie meine Co-Trainer es am Dienstag gehandhabt haben. Von den Inhalten her, das beinhaltet ja dann auch vieles, dieses 1 gegen 1 bis 3 gegen 3, wo ja dann auch zwangsweise viele Abschüsse sind. Und ich habe es ja gerade gesagt, meine Co-Trainer haben, ich sag mal, von einem sehr, sehr positiven oder von positiven Trainingseinheiten gesprochen. Deswegen gehe ich da auch mal davon aus, dass wirklich viele da auch Selbstvertrauen tanken konnten. Ich bleibe dabei, ist ja klar, wenn man so eine Situation hatte, so wie wir, ich nenne das mal diesen Antilauf, der nicht gewonnenen Spiele, dass das dann am Selbstvertrauen nagt und das macht sich dann natürlich auch auf dem Platz bemerkbar. Und da bleibt dann auch wirklich in erster Linie, und das haben die Jungs mit Bravour gemacht gegen Schalke, sie haben dann den Kampfgeist geweckt und haben alles reingeschmissen, was das Kämpferische anbelangt. Und ich gebe Ihnen recht, das habe ich aber auch, glaube ich, schon gesagt, dass das läuft, glaube ich, mehr oder weniger so im Hinterstübchen. Da hast du dann endlich mal diesen Dosenöffner, dieses frühe 1-0 in Anführungsstrichen, wo man so lange lang gejankert hat und erhofft sich natürlich, dass man da dann dieses sogenannte Selbstvertrauen hat, so nach dem Motto, jetzt können wir ein bisschen befreiter aufspielen. Das war nicht der Fall, von daher dann hat sich wohl eher breit gemacht, aber ich glaube auch, dass es ein bisschen was mit fehlendem Selbstvertrauen zu tun hat. Jetzt können wir eher vielleicht was verlieren, bloß nicht jetzt gleich wieder einfangen oder so. Und Sie haben ja auch gerade den Gegner angesprochen. Ist ja oftmals so, dass wenn der Gegner dann hinten liegt, nach dem Motto, wir haben nichts mehr zu verlieren, dann können wir ja auch jetzt mehr investieren, müssen mutiger spielen. Und das hat Schalke natürlich getan, um die Kammer einzumachen. Ja. Gut, es ist sicherlich auch nicht immer ganz einfach, wenn man ein Spiel gewinnt, eigentlich so erleichtert sein kann und die Reaktionen vom Publikum her eher gedämpft oder sagen wir mal eher vielleicht sogar negativ ist. Das ist auch nicht so schön.
Spiel zu gewinnen. Und da muss man sich dann eben halt mit kleinen Schritten ausarbeiten. Da ist natürlich jeder Sieg Gold wert. Wissen Sie vielleicht zufällig was darüber, wie die Stimmung jetzt so zwischen den Fans und der Mannschaft gerade ist? Also ich hatte gehört, dass der Sven Kreier wohl ein paar Probleme mit den Fans hatte nach dem Spiel gegen Krei. Können Sie da was zu sagen? Wissen Sie da irgendwas zu? Wir reden jetzt die ganze Zeit über Sportliche. Im Grunde genommen war in dieser Woche das Sportliche fast schon nicht mehr sekundär, sondern noch weiter hinten. Alle anderen haben sich über andere Sachen geteilt. Das muss sich auch als Trainer beschäftigen. Wie es weitergeht, mit wem es weitergeht. Wie ist da Ihre Gemütslage? Machen Sie einfach so weiter? Sie sind ja auch kein Trainingsroboter, Sie sind ja auch ein Mensch. Also müssen Sie sich doch über Gedanken machen. Wenn Sie sagen, ich möchte, dass Sie sagen, ist das auch eine Aussage, aber wir können jetzt nicht so tun, wir behandeln das gerade das Thema so, als wenn hier oben sitzt ein schwerkranker Patient und wir tun so, wird schon nicht so schlimm sein. Weil ich finde, das Thema muss man ja auch mal angehen. Was heißt jetzt ein schwerkranker Patient? Ja, dass man das Thema auch so umschifft und dann immer darüber redet, ob Kevin Hund den Rücken wieder hinbekommt oder nicht. Das ist, Sie müssen, das habe ich jetzt nicht verstanden. Erklären Sie es mir bitte, als wenn ich 3 Jahre alt wäre. Was heißt ein schwerkranker Patient? Mit dem redet man auch nicht über das Thema, sondern man sucht Nebenthemen oder nur nicht genau das. Was meinen Sie denn konkret? Es geht um das Thema Trainer, Vertragsverlängerung, wie hat der Sportvorstand in der Woche reagiert oder auch nicht reagiert. Das sind alles die Themen, die auf dem, ja, die Fans interessiert, die Sponsoren interessiert, die Presse interessiert und die auch viele Vereinsmitarbeiter interessiert. Ja, aber Ralf, ganz kurz dazu. Michael Welling und Christian Hülsmann haben ja dazu was gesagt unter der Woche und mehr können wir dazu im Moment nicht sagen, wollen wir dazu im Moment nicht sagen. Und, ja, ist auch eine Aussage, nur die muss auch gestellt werden. Ja. Ich muss die Frage stellen, verstehe ich. Ihr könnt dazu was sagen und dann nehmen wir das Thema wieder vom Tisch. Genau, aber das ist die Situation und ja, damit müssen wir im Moment arbeiten. Ja. Weitere Fragen? Zum Gegner vielleicht. Tor Köln, die haben eine ganz gute Serie jetzt hingelegt. Haben auch wieder ein bisschen was neu gemacht. Neuer Trainer und dergleichen. Wie schätzen Sie die ein, Viktoria? Genauso wie in der Hinserie letztendlich auch, weil auch wenn Sie es gerade sagen, dass Sie ein bisschen was getan haben, klar, haben die sich auch sinnvoll ergänzt. Und ja, aber da hat sich auch nichts geändert gegen meiner Meinung aus der Hinserie. Das ist eine Top-Mannschaft, die zu Recht da oben steht. Und das ist natürlich eine Hammeraufgabe für uns am Sonntag, wo wir alles wieder in die Waagschale werfen müssen und ja, um den Pauli zu bieten. Wie gesagt, jetzt haben wir gegen Schalke ein bisschen Selbstvertrauen tanken können. Das war immens wichtig und ja, das wollen wir weiter in Köln fortsetzen. Aber wie gesagt, der Gegner ist natürlich stark zur Frage. Sehen Sie noch Chancen nach oben im Laufe der Saison? Damit beschäftige ich mich. Also wie gesagt, dabei habe ich hier den Modus, oder den Spruch, wer einmal rechnet, muss zweimal rechnen, also bringt uns nichts weiter. Wirklich von Spiel zu Spiel gucken. Die Favoriten sind aktuell andere, das sieht man ja auch im Blick der Tabelle, München, Gladbach, Aachen und alles andere so in dieser sogenannten Verfolgerrolle und wäre jetzt, glaube ich, auch nicht Sinn und Zweck der Aufgabe, darüber zu philosophieren. Wie gesagt, jetzt haben wir einmal ein bisschen Erfolgserlebnisse gesammelt und jetzt gilt es daran anzusetzen und darauf konzentrieren wir uns. Und da passt natürlich auch ein bisschen der Spruch von Spiel zu Spiel. Denke, alles andere macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Sonst noch Fragen von eurer Seite? Nicht, dann danke fürs Kommen. Wir sehen uns Sonntag.